Hey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wir hatten jetzt den... wie hieß der Typ? Namen schon wieder vergessen, so unwichtig war der. Auf jeden Fall hatte der eine Vergangenheit. Dieser Verwalter oder so. Hatte eine Vergangenheit mit Yotsuyo. Er war mal ein Bordellbetreiber und hat sie da angestellt. Und deshalb wollte er nicht auf die aufpassen. Insgesamt unwichtig. Hätte man weglassen können. Brauchen wir nicht. Was mich dann überrascht hat, als die Galea auftauchten und zu Friedensverhandlungen aufgetaucht sind. Und wir wurden gebeten, dabei zu sein und haben jetzt festgestellt, dass der Hauptführer der Friedensverhandlungen Yotsuyos Bruder ist und er sie natürlich zurückhaben will. Dafür im Gegenzug werden Gefangene von beiden Seiten ausgetauscht, wo ich auch noch nicht so überzeugt von bin. Denn wollen da wirklich welche, die da, keine Ahnung, 10 Jahre oder so, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, da jetzt gearbeitet habe, jetzt von da auch wieder weg und wieder hierher und wurden nicht irgendwie manipuliert, dass sie doch den Galea hörig sind. Und mal gucken, was Prinz Hien sich denn so denkt. Asahis Angebot hat mich wirklich überrascht. Ja, der Austausch von Gefangenen ist eine tolle Sache, aber er sagt ja auch die Wahrheit. Welche Vorteile hätte er davon, uns zu erzählen, dass die Galea in 2 Fraktionen gespalten sind? Daran zweifle ich eigentlich nicht. Das heißt aber nicht, dass wir ihnen alles glauben dürfen. Vielleicht verschweigt er auch etwas. Warum hat er Yotsuyo ins Spiel gebracht? Ja, bewegen ihn wirklich persönliche Gründe oder verbirgt er dahinter andere Ziele? Genau das meine ich. Schwer zu sagen. Yotsuyu war zwar die Statthalterin von Doma, aber sie hat jeglichen Einfluss verloren und ist kein gebürtiger Galea. Warum setzt sich Asahi so für ihre Rückkehr ein? Yotsuyu bringt uns da auch nicht weiter. Sie kann sich nicht mehr erinnern und hat ihren Zustand, in unserem Zustand taugt sie uns kaum als Trumpf in der Verhandlung. Alfino, du bist mit den Strategien und Methoden des Kaiserreichs vertraut. Was hältst du von der ganzen Sache? Aufgrund der von uns vorliegenden Informationen bin ich dafür, das Angebot des Gesandten ernst zu nehmen. Wenn die Möglichkeit für Frieden besteht, sollten wir sie ergreifen. In der Tat, wir dürfen die Gelegenheit nicht ausschlagen, unsere entführten Landsleute zurückzuholen. Nun gut, lass uns die Details des Angebotes besprechen. Alfino, dich hätte ich gern dabei, aber es müssen nicht alle bleiben. Ich möchte niemanden langweilen. Hier, ich gehe freiwillig. Hier, hallo, hier, ich... Schon gut, ich habe verstanden. Kaukowalis, überlassen wir meinem Bruder die politische Bühne. Danke, endlich. Endlich. Ist sie etwa immer noch so gekränkt, weil ich sie bei dem Kampf in Sakazuki nicht dabei war? Kaukowalis, leiste ihr bitte Gesellschaft, ja? Hier sind wir sicher. Tschüss. Puh, endlich Zeit zum Durchatmen. Mir ist klar, was von den Verhandlungen abhängt. Die Zukunft von Domas
und das Leben der versteppten Soldaten. In solche Unterredungen wollen die Worte wohl überlegt sein, mit denen man den nächsten Schlagabtausch gewinnt. Jetzt stellen sich nur noch die Frage, wie wir uns die Zeit vertreiben, bis die Schlauköpfe fertig sind. Hast du eine Idee? Was gibt's hier denn Schönes? Bäh. Okay. Wir können ruhig mal ein bisschen mehr Geld rausrücken bei den Quests. Rundgang durch Asahis Heimat. Okay. Na, wie vertreiben wir uns die Zeit? Ich hätte Lust, mir die Enklave näher anzusehen. Hirn hat erzählt, dass die Aufbauarbeiten gut vorangehen. Alizé, Kovades, dürfen wir euch kurz stören? Yugiri, Abgesandter Asahi, worum geht es denn? Ach, ich möchte nur ein paar Worte mit Kovades Goldtatze wechseln. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen solch berühmten Helden, der schon zahlreiche Prima erschlagen hat, persönlich kennenzulernen? Du nennst ihn einen Helden? Was würden deine Herren die Galia dazu sagen? Glücklicherweise kam es in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen zwischen ihnen und unserer Armee. Aber wie gesagt, die Bekämpfung der Primae liegt im ureigenen Interesse. Und obwohl ich den Galia diene, stamme ich aus Doma. Der Primae Susanoo bedrohte meine Heimat. Du hast ihn besiegt. Und das macht dich auch in meinen Augen zum Helden. Bis hierhin eine Entscheidung fällt, bleibt mir noch etwas Zeit. Erweist uns bitte die Ehre, uns auf einem Spaziergang durch die Umgebung zu begleiten. Ich war schon lange nicht mehr in meiner Heimat und möchte mir gern eine Bild der aktuellen Lage machen. Yugiri, zusätzlicher Gleitschutz kann doch nicht schaden, oder? Nein, mit solch einer Eskorte an unserer Seite haben wir nichts zu befürchten. Aber möchtest du denn mitkommen, Kovades? Nein, nein. Bitte lass es einmal gehen, Spiel. Bitte. Bitte. Ich hab's gewusst. Es geht einfach nie. Ach komm schon, ich komme auch mit. Die aktuelle Lage interessiert mich. Und vielleicht erzählt uns Asahi noch mehr über das Galäische Kaiserreich. Wunderbar, das freut mich sehr. Es wird ein kurzer Spaziergang, aber mit Sicherheit ein vergnüglicher. Als erstes möchte ich gern die geflutete Burg Doma und das benachbarte Dorf Monzen ansehen. Beides ist beinahe kaum wiederzuerkennen. Einverstanden, beginnen wir unseren Rundgang bei Monzen. Ich habe gerade Nein gesagt, Mensch. Ich will es nur einmal sehen, dass man in diesem Spiel Nein sagen kann und dann ist das auch Nein. Praktisch so eine Story abkürzen, dass man diesen Rundgang nicht hätte machen müssen, sondern die sind gleich wieder da, erzählen kurz vom Rundgang und dann kann man weitermachen in der Story. Sowas für Leute, die keine Lust haben. Ich weiß, da passiert jetzt storymäßig irgendwie was, die werden angegriffen oder so, das weiß man schon aus dem Trailer. Aber nein! Jetzt fliege ich hier direkt raus und gehe nicht erst in den Gang.
früher reihten sich hier in diesem Dorf viele Samurai-Unterkünfte aneinander. Wie ich hörte, wurde die meisten von Yotsuyus Kampfmaschinen zerstört. Wirklich sehr bedauerlich. Meine Schwester wollte wohl damit ein warnendes Beispiel geben, aber letztendlich hat sie damit den Hass geschürt und die Rebellion angehetzt. Ich sage ja schon immer, dass unser bisheriger Umgang mit den Provinzen unrecht war. Wenn der Frieden zustande kommt, kann ich die Hilfslieferungen aus dem Kaiser, kann ich für Hilfslieferungen auch keine sorgen. Ich wünsche mir, dass dieses Dorf schon bald im alten Glanz erstrahlt. Lol, da hat einer schon das Krallenmount, Alter. Nördlich von hier hat man einen guten Blick auf Doma. Noch. Hä? Bekommt man das hinterhergeschmissen? Ich dachte, das muss man farmen. Okay. Von dort aus bekommen wir... von dort aus können wir uns Burgruine ansehen. Okay. Hä? Okay, jetzt bin ich maximal verwirrt. Ich dachte, man musste irgendwo in eine Dungeon farmen, das Pet. Warum? Jetzt sind hier gleich zwei Leute, die anscheinend Story machen und das schon haben. Ne, kein Bock. Hä? Also ich habe mir die Pets Notch noch nicht durchgelesen komplett. Aber... ich will auch. Bei meinem letzten Besuch war ich beeindruckt von der Schönheit der Burg. Der Anblick des hohen Burgturms im roten Licht der Abendsonne war einfach herrlich. Irgendwann werden wir die Burg wieder aufbauen. Jetzt hat erstmal das Leben des eigentlichen Volkes Vorrang. Aber sobald das gesichert ist, werden wir diese Wunde des Krieges schließen. Ich hoffe, dieser Tag kommt bald. Als nächstes möchte ich gern erfahren, wie das Leben der einfachen Bevölkerung, wie sich das Leben der einfachen Bevölkerung verändert hat. Wenn ich mich richtig erinnere, liegt in der Nähe das Dorf Namai. Ja, flussabwärts. Am besten nehmen wir vom Frachthafen aus ein Boot. Kusch. Ich darf jetzt porten, ja? Natürlich nicht. Ich dachte, die fahren jetzt hin. Nein. Ah, hier kommt der Story-Instanz-Kampf. Rogeri hat ein Boot besorgt, mit dem wir nach Namai fahren können. Wollen wir gleich los? Ja, mach. Hopp, hopp. Party. Lasst eure Finger von meiner Schwester! Was ist da los? Schnell, lass uns nachsehen. Die Ninja Turtles. Haben sie euch etwas getan? Wer bist du? Ise, Asami, was ist passiert? Ihr seid es. Was für ein Glück. Wir waren auf dem Rückweg von der Enklave. Dann sind sie wie aus dem Nichts vor uns aufgetaucht.
Was wollen die denn nur? Nichts Gutes, fürchte ich. Wir müssen die Kinder beschützen. Ich helfe euch. Mir darf man keine Lücke bieten. Sag mal. Eine Lücke! Also gut. Ja, ich kann hier gar nicht weg, Alter. Technik meiner Ahnen! Mut kommt vor dem Fall. So, die machen uns keinen Ärger mehr. Es ist vorbei. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Vielen Dank, Herr.
Ich habe die alle getötet. Ihr habt uns das Leben gerettet. Vielen Dank. Na, bitte besucht uns doch mal in Namai. Ihr seid immer willkommen. Bis bald. Zum Glück ist den beiden nichts passiert. Oh, allerdings. Aber was haben die Kuchin bloß hier zu suchen? Normalerweise wagen sie sich nicht so weit aus ihrer Heimat. Das waren Rotpanzer. Meine Schwester hat sie angeworben, um für das Kaiserreich zu kämpfen. Wahrscheinlich verdingen sie sich seit dem Rückzug der galäischen Truppen als einfache Straßenräuber. Ein weiteres Beispiel für die Wirren, die Garlemald zu verantworten hat. Du redest, als hättest du nichts damit zu schaffen. Das wollte ich damit keineswegs ausdrücken. Ich bemühe mich bloß, die Lage nüchtern zu betrachten. Die Veränderungen, die ich anstrebe, erfordern Einsicht und Weitblick. Ich kann gut verstehen, dass ihr mir misstraut, weil ich ein Galear bin, aber ich meine es ernst mit der Reform. Mit euren Bemühungen, Garlemald durch Druck von außen in Schach zu halten, hattet ihr teilweise Erfolg. Aber meint ihr nicht auch, dass dauerhafte Veränderung nur von innen kommen kann? Und das sagst du, obwohl du die Dinge in Ishgard gesehen hast? Gut, aber das ändert nichts an meiner Entschlossenheit. Bitte entschuldige das Gerede über meine Zukunftspläne. Es war nicht der richtige Moment, aber mir ist es wichtig, dass ihr meine Beweggründe versteht. Aber das Wichtigste ist, dass die Kinder überlebt haben. Und es war mir eine Freude, dich kämpfen zu sehen. Wirklich höchst beeindruckend. Nach dem Zusammenstoß mit den Rotpanzern sollten wir unseren Rundgang lieber beenden und zur Enklave zurückgehen. Lassen wir mal aus. Quatsch. Ist das hier nicht mit drin, ne? Zum Glück wart ihr dabei. Ohne dich und Alize hätten uns die Rotpanzer massakriert. Geht ruhig schon rein, Königin erwartet euch. Ich bleibe bei der galerischen Gesandtschaft. Nein, ich möchte da nicht wieder rein. Ach. Möchtest du eintreten? Ja, Mütchen. Klar möchte ich eintreten, aber soll ich dich anquatschen sonst? Bitte. Hallo, Voice Actor. Die werden zu schlecht bezahlt, deshalb sprechen sie nicht. Hallo, Yugiri. Hat mir von euren Rundgang mit Asahi erzählt. Dank, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Das war bestimmt keine vertane Zeit. Jede Information kann uns weiterhelfen. Hat er unterwegs irgendwas erzählt oder ist euch an ihm
aufgefallen. Ihr wurdet von Rotpanzern angegriffen. Gab es seit Yotsuyus Verschwinden ähnliche Vorfälle? Nein, mir ist kein anderer Überfall bekannt. Wenn Sie allerdings weitere Raubzüge in Yangtze planen, müssen wir unsere Wachen verstärken. Dieses Mal hast du den Rotpanzern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dafür steht Doma abermals in deiner Schuld. Und hat Asahi wirklich sein Leben riskiert, um die Kinder aus Nomai zu retten? Ich habe ihn von Anfang an misstraut und habe immer noch meine Zweifel. Aber er schien fest entschlossen, die Kinder zu retten. Vielleicht ist er doch ein Mann der Tat und nicht bloß der leeren Worte. Ich wüsste gerne, was du von Asahi hältst. Was für einen Eindruck hast du von ihm gewonnen? Bitte. Danke. Du meinst, er belügt uns? Dann stellt sich die Frage, was er wirklich von uns will. Woran wir bei ihm wirklich sind, muss ich erst noch zeigen. Deshalb habe ich beschlossen, vorerst weiter zu verhandeln. Er muss uns ohnehin nicht erst davon überzeugen, keine Primae zu beschwören. Wir wären nie auf Gedanken gekommen. Auf den Gedanken. Schwieriger wird es sein, die Rotpanzer an weiteren Beschwörungen zu hindern. Darüber habe ich mit Alfie nur gesprochen. Er weiß zum Glück viel über die Primae und hat mir eine mögliche Lösung für unser Problem aufgezeigt. Susanoo wurde mit der Kraft aus drei heiligen Insignien beschworen. Da Susanoo von Qualis besiegt wurde, dürfte diese Kraftquelle nun weitgehend erschöpft sein. Um eine erneute Beschwörung zu verhindern, müssen wir die Rotpanzer von anderen Ätherquellen abschneiden, also insbesondere von Kristallen und Schätzen, die sie so gierig sammeln. Dafür werden wir eng mit den Blaupanzern zusammenarbeiten. Seit der Befreiung Domas sind wir mit ihm befreundet und mit ihrer Hilfe können wir die Rotpanzer in Schach halten. Und was ist mit den Kriegsgefangenen? Ich werde den Gefangenenaustausch zustimmen. Ich hoffe, dass er im Galäischen Kaiserreich als Erfolg der Popularen gewürdigt wird. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass Frieden möglich ist. Vorher muss ich allerdings noch etwas anderes erledigen. Würdet ihr mich kurz begleiten? Ja, natürlich, aber worum geht es denn? Eine Angelegenheit, die schwer auf meinem Herzen lastet. Eine Verfehlung, die es wieder gut zu machen gilt. Während ihr mit Asahi unterwegs wart, habe ich sie heimlich aus der Klause hierher geholt. Ich habe schon einmal das Schwert gegen sie geführt, um sie für ihre Verbrechen zu bestrafen. Der Schmerz sitzt noch tief. Ihre Sünden sind nicht gesühnt. Beim Kampf in der Burg ist sie ihrer gerechten Strafe entkommen. Doch als Herrscher von Doma ist es meine Pflicht, sie zu richten. Und das gedenke ich auch zu tun. Was habe ich denn getan? Ich erinnere mich nicht. Wenn ich etwas Schlimmes getan habe, dann sagt es mir, bitte. Ich will es wissen.
Was ist das Wesen der Schuld? Steckt sie in unserem Körper, unseren Muskeln und Sehnen? Dann aber kann man den listigen Hintermann, der seine Schandtaten gewollt, aber nicht mit eigener Hand ausgeführt hat, nichts anlasten. Oder steckt sie in unseren Seelen? Verschwindet dann auch die Schuld, wenn einer seine Taten nicht mehr im Herzen trägt, weil er sich nicht mehr an sie erinnert? Worauf willst du hinaus, Gosetsu? Ich weiß es selbst nicht. Der Himmel hat mich vor dem sicheren Tod gerettet, aber er hat mir die Kraft über meinen Körper genommen. Und Tsuyu? Auch sie hat der Himmel gerettet, aber ihr die Seele geraubt. Warum? Das übersteigt meine Vorstellungskraft. Es war der Himmel, meinst du? Dann werde ich die Entscheidung dem Himmel überlassen. Gosetsu, du wirst fürs Erste auf Yotsuyu aufpassen. Wenn ihr Gedächtnis am Tag des Gefangenenaustausches nicht zurückgekehrt ist, darf sie wie jede andere Domanerin ein freies Leben führen, als Tsuyu. Wenn sie sich aber erinnert, werden wir sie mit den anderen Gefangenen an die Galea übergeben. Sie hätte es verdient, in Doma bestraft zu werden. Aber die Heimkehr unserer Söhne und Töchter ist wichtiger. Einverstanden. Gut, gehen wir. Asahi wird bestimmt schon ungeduldig. Ich mache mir Sorgen um Gosetsu. Er hat sich verändert. Damit meine ich nicht seine Haltung gegenüber Yotsuyu. Ich meine seine körperliche Verfassung. Er hat stark abgebaut. Den Einsturz des Burgturms hat er nur wie durch ein Wunder überlebt. Und allein die Irrfahrt danach hätte die meisten Männer zu Tode erschöpft. Er hat noch nie sonderlich viel Rücksicht auf sich selbst genommen, aber das war vielleicht sogar für ihn zu viel. Er gibt sich alle Mühe, seine Schwäche zu verbergen. Aber ich fürchte, in diesem Zustand kann er kaum sein Schwert sicher führen. Gosetsu und Yotsuyu sind auf gewisse Weise im Schicksal vereint. Es wäre ihnen zu wünschen, wenn beide aneinander genesen könnten. In der Zwischenzeit werde ich mir alle Mühe geben, den Frieden zu wahren, damit Gosetsu nicht so schnell wieder in die Schlacht ziehen muss. Okay, Leute, dann war es das für den Part. Wir werden dann im nächsten schauen, ob wir wirklich die gefangenen Domaner gegen die galearischen Gefangenen austauschen werden. Bis dahin, ciao, Leute.